So, ich habe mich entschieden. Und zwar werde ich das Set-Lied der Lamien suchen und aktivieren und herstellen. Neues Buch entdeckt. Sie ist ja der Hohmeisterin. Das befindet sich allerdings in der Malabeltorte und in der Alikir-Wüste und im Ostenmarsch. Und in Malabeltor waren wir ja schon, das heißt, da werden wir noch hingehen. Dann verschwindet, Fremde. Ich habe keine Geduld für Plaudereien. Ich bin wegen der Morde hier. Es wird aber auch Zeit, dass die Vizekanoniker ihre Arbeit machen. Arilens Leichnam ist in der Leichenhalle weggesperrt. Ich kann ihn nicht einmal sehen, geschweige denn begraben. Warum all diese lächerlichen Verzögerungen? Dumak soll diese verfluchte Stadt holen. Wer würde den armen Arilen etwas antun wollen? Die Schattenschuppen, wer sonst? Er hatte seine Stimme gegen die Argonier erhoben, und zwar mit Recht. Er wurde zum Ziel, weil er den Mut hatte, das auszusprechen, was wir alle über sie denken. Ich bin wirklich nicht voreingenommen, aber wenn ihr mich fragt, wäre die Welt ohne diese schuppigen Halunken ein besserer Ort. Okay. Das war schon mal Nummer 1. Das Lied der Lamien übrigens gewährt erstens Magieresistenz, physische Resistenz und bringt noch Leben dazu. Und wenn mein Leben unter 30% fällt, füge ich dem Angreifer mehr Schaden zu. Und es stellt Leben her. Kann alle 30 Sekunden geschehen, das klingt schon mal nicht schlecht. Andererseits... Ihr habt viele Leben gerettet, indem ihr der Bedrohung durch ja, hör auf zu, oh, hör auf zu reden. Oh, die Nerven. Ich sehe gerade jetzt auch noch der Kuss des Vampirs. Ist auch eine coole... Ah, da oben bin ich hin. Ist auch ein cooles Set, was ich gerne hätte. Ah, schwierig. Toll, komme ich auch nicht noch wieder hoch. Viel zu laut, viel zu laut, viel zu laut. Och Mann, das war doch so knapp. Was war denn das? Warum hat's mich nach unten gedrückt? Toll. Ich darf die Himmelsscheibe nicht haben. Sag mal, wo ist das Problem? Geh doch einfach weiter, verdammt. Oh, meine Fresse. Die Esche nehme ich mit. Wir müssen nach Malabeltor. So viel steht fest. Och, Junge. Ey, ich darf das Zeug nicht haben, oder was? Wo sind die Scheibe denn? Mann, ey, so schlecht. Im Arsch der Welt steht die Scheibe. So, wir kommen jetzt hier runter. Ah, so. Gut. Ich renne mal eben zum Wegschrein. Und dann machen wir uns die neue Rüstung auf jeden Fall fertig. Hallo. Man sollte meinen, die Magnus Gabe ist übrigens auch nicht schlecht, allerdings... Ja, da steht's auch. Es gewährt dann halt im Endeffekt Regeneration und alles mit Magicka. Und ich sehe, das heißt, der Hist weint vor Freude, wenn ein Argonier ausschlüpft. Wie kann ein dass es eigentlich so wenig ist im Verhältnis. Was für ein Unsinn! Och Mann, ey. Ich hasse das, wenn sie auf den linken Ohr reden. Wer ist jetzt verrückt? So,
So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, Lied der Schatten oder das andere? Ich glaube, ich nehme das Lied der Lamien. Muss mich das kurz gucken. Mathilds letzte Unterfangen. Gar nicht gelistet. Ne. Interessant. Das gucke ich mir mal an. Dann ist die Liste nicht aktuell. Aber aktuell genug, würde ich sagen. So, willkommen. Ich schaue mir das mal an. So, hier müsste das sein. Oder gibt es sowas wie geheime Sets? Was? Kuss des Vampirs, toll. Toll, da steht's auch, Mathilds letzte Unterfangen. Jo. Na, wenn ich schon mal hier bin, kann ich es ja mal kurz gucken hier. So, wenn, dann würde ich immer eine Robe machen. Dem Aussehen dann entsprechend angeglichen. Hätte dann extreme Regeneration. Auch nicht schlecht, ne? 1169. Da merkt man schon, wenn ich das aufrüste, dass es definitiv besser ist. Ich suche mal noch die andere. Lied der Lamien ist in Ausblick des schläfrigen Sentche. Kannst du des göttlichen Flehens? Nein. Das ist Alessias Bollwerk. Das bringt dann Rüstung, Leben und noch mehr Rüstung. Und erlittene Nahangriffe haben eine Chance von 15, den Waffenschaden des Angreifers 5 Sekunden lang um 10 zu reduzieren. Und hier haben wir den Ausblick des schläfrigen Sentche. Das ist natürlich kein Wegschrein in der Nähe. Das ist typisch. Gehe ich erstmal zum nächsten Wegschrein. Hier, guck mal. Stufe 33 Gegner. Heute haben wir Champ 70. Champ 100 eigentlich, ne? Wegschein von Trabul. Ja, welcher Wegschein ist das am nächsten? Eigentlich der von Abamat. Nehme ich den. Wie?
Das ist noch das Mundusschrein unentdeckt. Boah, das geht gar nicht. Warum sagt ihr mir nichts? Ich dachte, ihr schaut mal Let's Play. Das finde ich jetzt echt gemein von euch. Ihr hättet mir das sagen müssen, dass hier noch was unentdeckt ist. Komme ich denn da hoch? Würger. Das war dann auch der Gang, hätte ich ja sagen können. Oh, zwei Würger. Die ganze Zeit die falschen Tasten hier. So, ich muss hier hoch. Oh, ich hasse solche Wälder. Wahrscheinlich nur... Wollte schon sagen Müll drin, aber nein. Das ist eine Schatzkarte. Das ist so eine Art Aliiden-Relikt. Das könnte der Zirkus sein, der hier sein soll. Ruine. Das könnte Abermatt sein, oder? Drabul könnte es aber auch sein, wobei ich glaube, Drabul ist es nicht. Ruin von Elias oder und so weiter und so anders, ja. Oh, das gibt's doch nicht. Das Ritual entdeckt. Nein, 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 nein. Erhöht gewirkte Heilung. Das ist ja langweilig. Okay, wir müssen jetzt wieder zum Weg. Oh. Schmerz? So, wir sind wieder beim Weg. Und andersrum und los. Da wir ja jetzt doch in der Nähe sind, können wir uns ja mal die Schatzkarte mal ansehen. Ob die hier ist. Was zählt in der Nähe? Alle, die mir jetzt im Weg stehen, stören. Boah, da eine Schaden gefressen. So cool.
Geräusche, ey. Ist aber nicht das, was ich suche. Schauen wir uns das Ding nochmal an. Die Frage, wo das sein könnte. Es ist auf jeden Fall felsig und da ist ein Eingang. Das ist aber auch keine große Ruine. Sehr interessant, wo das sein könnte. Bin gespannt, ob ich es finde. Rollquasten wird es nicht sein. Nee, Rollquasten ist es nicht. Wurmkult und Thea. Was könnte auch das sein? Wir gehen erstmal zum Set und gehen mal nach Bellarata vorbei. Gehen dann hier über den Fluss, dann sind wir auch da. Jo, machen wir's. Machen wir genauso.